Hallo allerseits. Der Befehl Kurve, den wir aus dem Tutorial 012 in der Ebene kennen, funktioniert auch im 3D-Raum. Dazu geben wir ein Kurve und wählen hier die zweite Möglichkeit, weil wir jetzt drei Ausdrücke eingeben müssen, Abszisse, Ordinate und Lot. Als Abszisse geben wir zum Beispiel ein 3 mal Cosinus von, jetzt wählen wir den Buchstaben zum Beispiel Phi als Parameter, Klammer zu, Tabulatortaste, als Ordinate 5 Sinus von 2 mal diesen Winkel Phi, schließen die Klammer, Tab, und als Lot 4 mal Cosinus von 3 mal diesen Winkel Phi. Ich schließe die Klammer, Tab, der Parameter ist natürlich Phi, so, Tab, Startwert zum Beispiel 0, Tab, Endwert zum Beispiel 2, Pi, Enter, und da ist sie auch schon, diese 3D-Kurve. Man kann ihr natürlich durch Rechtsklick eine schöne Farbe geben, ich mag Magenta, so. Jetzt lassen wir das Ganze mal drehen und sehen effektiv eine Kurve im 3D-Raum. Damit ein Punkt sich längs dieser Kurve bewegt, reicht es, einen Punkt auf diese Kurve zu setzen und ihn durch Rechtsklick drauf zu animieren. Wir drehen das Ganze nochmal. Und sehen, auch hier kann man seiner mathematischen Fantasie freien Lauf lassen. Dieses Mal schlage ich zwei Aufgaben vor. Hier die erste, diese Präsentation vorbereiten. Schaut. Es ist hier schön zu erkennen, wie man eine dreidimensionale Bewegung in drei eindimensionale Bewegungen zerlegt. Hier die zweite Aufgabe. Bereitet diese Animation vor. Ich wünsche viel Spaß.